Ich freue mich ganz besonders, dass wir jetzt das Projekt Insel des Lebendigen des Instituts für Theologische Zoologie als UN-Dekade-Projekt auszeichnen können. Dafür auch die ganz herzlichen Wünsche unserer Ministerin Svenja Schulze, die ich auch übermitteln kann. Ein ganz tolles Projekt, was viele Gruppen anspricht, was den Kontakt zu Tieren, aber auch unsere Verantwortung für unsere Mitgeschöpfe übermittelt, diese Dinge den Menschen nahe bringt. Eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, um auch für den Erhalt der biologischen Vielfalt zu werben. Und dass das dann noch in meiner Heimatstadt Münster stattfindet und dort nach vorne gebracht worden ist, freut mich ganz besonders. Deswegen Grüße aus dem Kreis Heinsberg. Auch hier, wenn man sich umguckt, gibt es eine ganze Menge Tiere. Auch hier gibt es Esel, die eine wichtige Rolle bei uns spielen. Im Hintergrund hört man die Hühner. Allen Ehrenamtlichen nochmal viel Erfolg bei der weiteren Arbeit, viel, viel Kraft und Gottes Segen.